für unseren Gitarrenlied heute Morgen. Ich hoffe, dass Sie gestern Abend mit Freude Weihnachten gefeiert haben. Sie wurden hoffentlich reich beschenkt, vor allem mit einer guten Zeit und einem frohen Miteinander, diesmal im kleinen Kreis. Liebe Gemeinde, dieser heilige Messe ist der letzte heilige Messe in diesem Jahr. Ab Sonntag bis zum 10. Januar sind alle kirchlichen Feiern abgesagt, untergesagt. Und wir sind froh, dass wir überhaupt Weihnachten feiern können. In diesem Gottesdienst danken wir Gott für seine Begleitung, seine Gnade und bitten, dass er weiter uns begleitet. Nun bitten wir den Herrn um seine Erfahrung. Wie willkommen sind auf den Bergen
Die Schritte des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der eine frohe Botschaft bringt und Heil verheißt, der zu Zion sagt, dein Gott ist König. Horch, deine Rechte erheben die Stimme, sie bedienen alle Völker, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht den Jubel aus, jauchzt zusammen, ihr Trümmer Jerusalem. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Nationen entblößt und allen Enden der Erde werden das Heil unseres Gottes sehen. Wort des lebendigen Gottes.
sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne es wurde es nichts, was geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Du bist der Emanuel, der Gott mit uns in dieser Zeit der Krise und Not. Du bist uns im Kind von Bethlehem unvorstellbar nah, gerade jetzt, wo wir so schmerzlich die unmittelbare Gemeinschaft untereinander vermissen. Du zeigst uns deine grenzenlose Solidarität mit uns Menschen, gerade jetzt, da unsere Verantwortung und Sorge füreinander zu Verzicht und Achtsamkeit rufen. Treuer und barmherziger Gott, wir bitten dich um Heilung für alle, die an Corona erkrankt sind, um Zuversicht für ihre Angehörigen, um die Erfahrung deiner Gegenwart für alle Kranken, Alten und Einsamen Menschen, um das Leben in Fülle für unsere Verstorbenen, um die Kraft für alle, die in Kliniken, Heimen und Nachbarschaftshilfen
für andere da sind. Um die richtigen Worte und Gesten für unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger. Um Ideenreichtum für alle, die unsere Kirchen offen halten und Kirche erfahrbar machen. Um Halt für die, die durch Corona in wirtschaftliche Not geraten. Um die richtigen Entscheidungen für alle, die in Staat und Gesellschaft Verantwortung tragen. Um deine schützende Nähe für alle, die zu allem unter Krieg und Verfolgung, Terror und Flucht leiden. Um den Geist der Solidarität und Fürsorge für uns selbst. Um die Einsicht, dass jede und jeder sich selbst zurücknehmen muss, um das Leben anderer zu schützen. Treuer und barmherziger Gott. Wir danken dir in diesen Tagen der Weihnacht, dass dein Sohn Jesus Christus Mensch geworden ist und in jeder und jedem von uns neu Mensch werden will. Er ist das helle Licht im Dunkel der Menschheitsfamilie, das warme Licht in der Kälte der Einsamkeit, das tröstende Licht in den Wunden unserer Seele. Erleuchte uns mit dem Licht deiner Gegenwart und lass auch uns zum Licht für andere werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Geheimnis der Gestalt im Auge unseres Geistes,
das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut hat. Darum singen wir mit jenen, die erzählen, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, dem Hochgesang und seiner göttlichen Herrlichkeit. Mit deinen Aposteln, mit allen,
die bei der Gnade gefunden haben und am Gewinn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott der mächtige Vater in der Reinheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und Kindes. Darum beten wir auch heute. Vater unser Himmel, damit wir voll zuversichtlich das Kommen unseres Erlöses, Jesus Christus, erwarten. Was Christus geboren wurde, schaffen mit den Engeln den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern an den Glauben in der Kirche und schenke dir nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Zentren zeigt mit euch. Denken wir uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
führe uns auch zur ewigen Herrlichkeit des Ihm, der in der Leben herrscht, in aller Ewigkeit. Amen. Der